Tag. So, Alex-Stream. So beginnt man einen Stream, Leute. Ja, gestern überraschend hier angekommen. Nach dem neuen Häuserrätsel da oder diesen neuen... Ja. Verwitterten Bilder etc. Und da haben wir erfahren, ja, der Gott ist eigentlich, oder sagen wir mal, Kalan ist eigentlich diese Rakete hier. Und es gab ein Achievement, oder wie hieß das? Der falsche Gott nannte sich das. Ja. Weiß nicht, ob man das hier erkennen kann jetzt. Irgendwo stand auch Kalan dran. Da steht's. Unter der Minimap. Ja? Kalan. Cool Pick machen. Ja. Hier gab es noch einiges zu lesen. Das werden wir jetzt mal nachholen. Es gab eine Gesprächsaufzeichnung. Die Menschen verlangen nach einer Erklärung. Sie wollen wissen, warum das Projekt gescheitert ist. Wo die Rettung ist, die ihnen versprochen wurde. Was wollen sie hören? Die bittere Wahrheit ist, dass wir versagt haben. Dann würden sie uns auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Sie wollen Antworten, aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit liegt offensichtlich vor ihren Augen. Sie wollen einen Sinn. Also geben wir ihnen diesen. Geben wir ihnen eine Erklärung. Eine Erklärung, die sie verstehen, aber doch nicht begreifen. Was? Ich habe schon eine Lösung. Lasst mich nur machen. So, das war also ein Gespräch zwischen dem Projektleiter und dem Arvid. Sehr mysteriös. So, dann habe ich noch Darkins Memoiren gefunden, 3 bis 5. Die ersten beiden habe ich ja schon gefunden. Mal gerade überfliegen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Geheimprojekt der Menschheit. So, bla bla bla. Überwachung von Himmelskörpern und so weiter. Er lässt da forschen. Ausschlussverfahren. Nicht alle informieren und so weiter. Ja! Paper! Neue Emotes. So, und dann haben wir 3. Mein Vermächtnis. Dieser Gedanke war nicht schlecht, aber das Projekt wies mehr und mehr Lücken auf. Der Vorstand der Infinite Skies wollte immer mehr mitbestimmen. Ah, das. Also Infinite Skies ist wahrscheinlich dann dieses Projekt oder diese Firma, die, ja sagen wir mal, an dem Geheimprojekt geforscht hat mit dieser, wo zumindest diese Kalan-Rakete mit zu tun hat. Egoismus machte sich breit, denn jeder wollte sich selbst und vielleicht noch seine Familie mit dem Projekt retten. Es gab immer mehr Lücken. Zu viele Leute wussten bereits Bescheid. Treibstoff, Luft, alles kritische Parameter, die mit einer zu großen Menge an Leuten zu einem unlösbaren Problem wurden. Ich warnte sie mehrmals, dass das Projekt nicht zu groß werden durfte. Die Auswahl streng bleiben müsste. Aber keiner der Beteiligten akzeptierte, dass er für das größere Gut vielleicht selbst Opfer bringen musste. Ich beschloss, mein eigenes Projekt zu beginnen. Im Geheimen sammelte ich so viel Daten über die Menschheit wie möglich und begann unermüdlich zu forschen. Wenn das Projekt scheitert, werde zumindest ich die Menschheit auf eine höhere Evolutionsstufe bringen. Mit meinem Wissen werden die wenigen Überlebenden des Unglücks eine neue Zukunft der Menschheit erleben. Also baue ich meine Rettungskapsel, in der ich so lange ausharren kann, bis sich alles wieder beruhigt hat. Sie wird perfekt sein. Wir dürfen keine Fehler unterlaufen. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Ich ziehe mich mehr und mehr aus dem Projekt zurück. Bald wird die Kapsel fertig sein und ich werde der Menschheit die Wahrheit offenbaren. Dann lasse ich der natürlichen Selektion ihren Lauf, nehme ich an, dass da ich stehen soll. So, Darkins Memoiren Nummer 4. Ich wurde gekündigt. Nicht überraschend, aber meine Kapsel ist fertig und damit ist es mir egal, was aus dem Kalan-Projekt, sie haben sich endlich auf einen Namen geeinigt, wird.
Ich werde untertauchen müssen und mich an unterschiedlichen Orten verstecken. Ich habe mir mächtige Feinde gemacht. Sie werden versuchen, mich stillschweigend zu beseitigen. Ich weiß zu viel über das Kalan-Projekt. Ich habe für diesen Fall vorgesorgt. Meine Rettung ist sichergestellt. Die Menschheit muss jetzt alleine zurechtkommen. Die verblendeten Fanatiker der Infinite Skies werden auf jeden Fall alle sterben. Ihre Chancen zu überleben haben sie selbst gleich null gesetzt. Jetzt wird es erst recht schwierig werden, wenn die gesamte Weltbevölkerung weiß, dass es eine mögliche Rettung gibt. Ich werde mich einfach zurücklehnen, den Countdown zählen und zusehen, wie sie sich gegenseitig zerfleischen. Aha, dieses Kalan-Projekt ist also wahrscheinlich die Flucht von der Erde oder beziehungsweise Flucht von Magalan, diesen Planeten, wo der Meteor drauf donnert oder was. Nehme ich mal jetzt an. Die Menschheit war dazu berechtigt zu erfahren, dass sie in wenigen Monaten ausgelöscht würde. Das Kalan-Projekt war schon durch die Ignoranz der Beteiligten zum Scheitern verurteilt gewesen. Die Wahrheit konnten sie nicht ertragen, also wurde ich gefeuert. Aber das ist mir zu diesem Zeitpunkt vollkommen egal. Wenn seine Existenz gefährdet ist, ist der Mensch erfindungsreich. Die Menschen hatten ja wohl ein Recht, das Beste mit der Zeit anzufangen, die ihnen noch blieb. Die Panik, die jetzt ausgebrochen ist, wird mir zugutekommen. Die Infinite Skies wird jetzt nicht mehr daran denken, mein Labor zu schützen. Ihre ganze Aufmerksamkeit liegt auf Kalan. Ich habe ihnen prophezeit, dass ihr Projekt zu viele Lücken hat. So werden die Dummen auf natürliche Weise ausgesiebt. Nur die Klügsten werden Rettung erfahren. Ich habe versucht, sie zu retten, aber sie wollten nicht gerettet werden. Wer will mir vorhalten, dass ich nicht zusammen mit ihnen sterbe? Morgen werde ich in mein altes Labor einbrechen und die Sequenz für die Rettungskapsel starten. Alles ist vorbereitet. Morgen wird der größte Tag in der Geschichte der Menschheit werden. Neue Herren werden sich erheben und die Unwürdigen werden zermalmt. Aha. Ja, ist das jetzt hier die Rakete? Oder ist das jetzt das Kalan-Projekt oder ist das die Rettungskapsel, die wir hier sehen? Kann ich noch nicht so richtig zuordnen. Ich nehme an, es ist das Kalan-Projekt und nicht seine Rettungskapsel. Vergilbtes Tagebuch. Tagebuch eines der ersten Kleriker aus der Ruine von Kalan. Kalan. Arvid, der Bastard. Er will unser Versagen vertuschen. Will diese armen Leute mit Lügen an einen Gott glauben lassen, den es nicht gibt. Ich habe ihm klar gesagt, dass wir Verantwortung übernehmen, aus unseren Fehlern lernen und nach vorne blicken müssen. Wir dürfen nicht zu einer rückständigen Sekte werden. Die Wissenschaft hat versagt, weil wir nicht reif genug waren. Aber dennoch haben wir wenigen überlebt. Wir haben das Ende der Welt gesehen und wollen uns nun wie dumme Kinder verhalten? Ich bin auf verlorenem Posten. Die Menschen sind zu leicht zu manipulieren. Gib ihnen auch nur die Illusion von Hoffnung und sie greifen blind danach. Aber ich habe nicht vergessen. Ich werde dafür sorgen, dass auch die Nachwelt erfährt, was Kalan wirklich ist. Ich werde diesen Ort hier verlassen. Diesen Fanatikern kann ich ohnehin keine Vernunft einbläuen. Jemandem, der genug Verstand besitzt, mein Rätsel zu entschlüsseln, werde ich genug Hinweise hinterlassen, um die geheime Tür zu öffnen. Ah ja. Mich kann Arvid nicht zum Schweigen bringen. Vielleicht sind die Menschen in der Zukunft schlauer, wenn sie meine Warnungen finden. Ich bin aufgebrochen. Arvid hat mir einige Häscher hinterhergeschickt, die mich nicht vor meiner Aufgabe abhalten werden. Es ist vollbracht. Ich habe mich den Häschern gestellt und bin zurückgekehrt. Aber Arvid ist schlauer, als ich dachte. Er macht mir keinen öffentlichen Prozess. Dann hätte ich all diese Verblendeten nochmal die Wahrheit an den Kopf werfen können. Diese Schweine. Sie haben mich hier an diesem Ort eingesperrt, damit ich langsam verrecke. Haben sich nicht einmal zu einer ordentlichen Hinrichtung herabgelassen. Wenn du das hier liest, kann ich in Frieden ruhen. Dann hat jemand mein Rätsel entschlüsselt und ihr kennt die Wahrheit. Junge, Junge. Alter Arbeitsplan zur Konstruktion des Kalan X2016. Arbeitsplan 2711, Beginn zwischen Verkleidungen in Abschnitt B2, Gallian, Susan und Dean. Stresstests für das Mantelmaterial, Sean. Abschluss Außenummantelung in Abschnitt B1, Sebastian und Regina. Zwischenmeeting heute nach der Mittagspause. Gezeichnet leitender Mechaniker S.Arvid. Da sagen sie hier. Hört an die Lehren des Arvid. Und so weiter. Krankschreiben. Eine ausgedruckte Mail einer Krankmeldung. Ständig krank. Er ist heute schon wieder früher abgehauen. Siehst du das? Er meldet sich schon wieder krank. Nur weil er den Doc direkt um die Ecke wohnen hat, muss er doch nicht so schamlos ausnutzen. Ich will, dass sein genetischer Fingerabdruck erneut überprüft wird. Ich glaube nicht, dass er für den Start geeignet ist, wenn er tatsächlich so häufig krank ist.
Memo an Flugpersonal. Anweisung: Wenn in einer Woche die ersten Fluggäste einchecken, dann will ich, dass ihr euch von eurer besten Seite zeigt. Wir haben euch eingestellt, weil ihr die erfahrensten Flugbegleiter seid, die wir finden konnten. Also werde ich euch nicht erklären, was ihr zu tun habt. Macht euch mit den einzigartigen Sicherheitsbestimmungen der Maschine vertraut und gebt den Fluggästen eine der ovalen Tabletten in ihr Getränk, wenn ihr merkt, dass sie nervös sind. Die roten Tabletten sind nur für Fluggäste, die eine ausgewachsene Panik haben. Wenn ihr merkt, dass jemand schlafen will, aber es nicht schafft, gebt ihm ein Getränk mit einer der blauen Pillen. PS: Stellt sicher, dass man euch nicht dabei sieht, wie ihr die Tabletten in den Getränken auflöst. Das könnte zu unangenehmen Fragen führen. Wir wollen nur, dass es ihnen gut geht. Haha! Mitarbeiterbeschwerde. Anfrage: Sehr geehrte Infinite Skies Corporation, wir arbeiten fast 12 Stunden am Tag, um dieses Projekt fertigzustellen. Wir haben seit Monaten keine Wochenenden mehr. Wenn das noch länger so weitergeht, sehen wir uns leider gezwungen, zu einem Generalstreik aufzurufen. Wir verlangen, dass Sie das Projekt um mindestens 2 Monate verschieben. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Mitarbeitergewerkschaft. Startprotokoll einer Rakete. Stufe 1, Fusionskern-Elementeinspritzung, Check P0. POW-Überprüfung, Check P0. Booster, Check P0. Telemetrie, Check P1. ENC unchecked P1, Kapselkommunikation unchecked P2, Flugstabilisatoren unchecked P-1. Jane, die Liste ist noch fehlerhaft, du musst hier noch mal ran und sag den Technikern, dass sie sich endlich um die Stabilisatoren kümmern sollen. So werden wir niemals rechtzeitig fertig. To-Do-Liste. Private To-Do-Liste eines Infinite Skies-Mitarbeiters. Zur Erinnerung: Futter kaufen, die Rechnung zahlen, den Technikern wegen der Stabilisatoren auf die Füße treten, bei der Bank vorbeischauen, Chef wegen der Sicherheitsfreigabe fragen, überlegen, wie ich Mike hineinbekomme. Chef zu fragen kann nicht schaden. Okay. Foto 20 habe ich noch gefunden. Und das war's. So wurde dann das Rätsel gelöst. Man zeichnet sich, sage ich mal, die Häuser auf, schreibt die Zahlen drauf und das sind dann die, ist dann der Code für diese Tür gewesen hier. Genau. Und das mit dem spuckenden Berg ist, sagen wir mal, dieser endgültige Hinweis, dass das in diesem Vulkanfeld liegen sollte. Gut, da haben wir das damit geklärt, ne? Bin ich jetzt eigentlich eher zufällig drauf gestoßen letztens hier. Durch diesen Aufzug in der Wüste. Hier. Der geht nämlich einmal genau hier hin. Beim Erkunden hier der Teleporter. Ja, ich denke, ich sage jetzt mal der Klerikerin Bescheid. Der Eva? Bin ich doch vollkommen falsch. Hier oben muss ich hin. Verdient hat er das nicht. Wohl mal hören, was der hier sagt noch. Meine Fresse. Ich spreche erstmal mit der Eva. Nachher sagt die, erzähl das dem Reinhold unbedingt oder erzähl das dem Reinhold lieber nicht.
Ich sehe es in deinen Augen. Du hast das Rätsel entschlüsselt. Ja. Ich bring dich nicht auf die Folter. Was hast du entdeckt? Kalan ist eine Lüge. Was erzählst du da? Blasphemie ist ein schweres Vergehen. Wenn das jemand mitbekommt, verfrachten sie dich in die Grube. Es ist die Wahrheit. Kalan ist nichts weiter als eine Rakete. Ein Relikt aus der alten Welt. Das kann nicht sein. Sicher, Arvid hat in seinem Buch nicht nur den reinen Glauben verkündet, aber... Sieh es ein. Der Gott der Kleriker ist eine Farce, ein Instrument zur Kontrolle. Ich will es zwar nicht glauben, aber wenn es stimmt, was du sagst, muss es ein Geheimnis bleiben. Unsere gesamte Gesellschaft würde zusammenbrechen und die Folgen wären nicht abzusehen. Besser, du gehst jetzt. Wenn uns jemand hört, dann gibt es nichts, was uns retten kann. Bring mir etwas bei. Gut. Bisschen ist das so wie der mit dem Schläfer, ne? Der Prophet Arvid sagte schon, dass Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Der Prophet wusste, was kommen würde, und er sprach mit Kalan. Das ist irgendwie alles ein Witz, oder? So leset die Schriften des Propheten Arvid. Gehst du duschen? Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Bist du in der Dusche? Der will davon nichts wissen. Erstmal was essen. Oder soll das wieder irgendein komischer Witz sein? Ich werde bald den Eispalast angreifen. In der Tat. Eine große Aufgabe. Ich wäre gerne dabei, aber wir haben hier unsere eigenen Probleme. Jetzt, da ich der letzte Judikator des Hortes bin, bin ich hier unentbehrlich. Ich hoffe, dein Vorhaben wird glücken. Und wir werden bald die frohe Kunde von deiner Wiederkehr aus dem Eispalast feiern können. Möge Kalan dir beistehen. Ach so. Ja. Ich kenne das Geheimnis, das sich hinter Kalan verbirgt. Was redest du da? Kalan ist nichts weiter als eine Rakete. Du wagst es, unseren Gott in Frage zu stellen? Meine Augen täuschen mich nicht. Wärst du keiner von uns, hätte ich es bei ein paar mahnenden Worten belassen. Aber bei dir gestaltet sich der Fall schwieriger. Darum hör mir zu. Und du wirst mir gut zuhören. Ja, es ist die Wahrheit. Und dennoch liegst du falsch. Kalan mag ursprünglich wirklich nur ein Stück seelenloses Metall gewesen sein. Mittlerweile ist er aber vieles mehr. Er ist ein Symbol. Er ist Hoffnung. Er ist die Zukunft und der letzte Anker, an dem sich die Menschheit festhalten kann. Am besten jetzt überall Raketen hinmalen, ne? Seit wann weißt du, was es mit Kalan auf sich hat?
ich bin mit diesem Wissen nicht geboren worden. Als ich mich vor vielen Jahren selbst auf die Suche nach Kalan begeben habe, war ich genauso irritiert, wie du es jetzt bist. Erst konnte ich nicht verkraften, was ich sah, und war kurz davor zu verzweifeln. Mit der Zeit erkannte ich aber, dass es keinen real existierenden Gott braucht, um ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Sieh dich um. Sieh, was wir im Glauben an ihn erschaffen haben. Es braucht eine zentrale Figur, aus der wir Menschen unsere Kraft schöpfen. Welchen Namen sie trägt, ist letzten Endes egal. Was, wenn immer mehr Leute hinter sein Geheimnis kommen? Dann ist es so vorherbestimmt. Alles, was ich erwarte, ist, dass du den Menschen selbst die Entscheidung überlässt, ob sie die Wahrheit sehen wollen. Und das können sie auch ohne dein Zutun. Schließlich hast du es auch geschafft. Denk daran, die Suche nach Kalan ist die Suche nach dem Menschen in uns selbst. Wenn es dir so wichtig ist, behalte ich es für mich. Gut. Denn wer wir sind und wohin wir gehen, sind Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Du hast hier keine Pflichten mehr, Regent der Kleriker. Geh in die Welt und zeig den Ungläubigen den Weg zu Kalan. Theorie und Praxis müssen sich die Waage halten. Es kommt, wie es kommen muss. Mal sehen, ob der Oswald was zu sagen hat da. Die da oben werden das schon regeln. Wie hieß nochmal der Prediger da bei Skyrim? Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Der Prophet gibt uns die heiligen Schriften, Kalan. Gehen wir mal nochmal zu Eva. Sagt auch nichts dazu. Gut, dann gibt es Quests zu erledigen. Heimskr. So, dann gibt es jetzt letztendlich gibt es nur noch Showdown mit Kallax. Die Stimme des Alex. Und durch die Eiswüste, die verschiedenen Commander umbringen. Ich werde jetzt ein paar Commander auf jeden Fall schon mal umbringen. So. Rüstung kostet mich 85 Konstitutionen. So, hier machen wir auch gerade Zahl. So. Dann werden wir jetzt noch ein paar Elex-Tränke brauen. Da verlieren wir vielleicht auch mal wieder meinen Intuitivstatus. Kann ich hier was kochen noch? Ja. Mal
einen starken noch machen. Zur Not. Und den Rest schwache. Einen kleinen können wir noch machen. Nein! Ah, ich glaube, das war aber jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, nee, passt. Ah, Mann, ey. So, jetzt haben wir noch reines Elex übrig. Aber kein Schnaps mehr. Hey, wo ist mein Schnaps? Plasmazellen können wir auch mal gebrauchen. Zeig. Und habt ihr schon neue Emote-Ideen? Ein paar Plätze habe ich noch frei. Von Better Twitch TV. Was wollte ich jetzt noch haben? Schnaps. Elektränke. 12 reichen. So, ich habe Kälte. Intuitiv. Starken reinziehen. Neutral. Sehr gut. So, 85 haben wir gesagt, ne? Fehlt immer noch was. Fehlen 6. 30, das sind 15 Tränke. Krass. Punkte fehlen noch. Das sind 7. Habe ich noch Elex zu Hause? Schnaps brauche ich auf jeden Fall noch. Natürlich. Schnaps. Und nehmen wir mal 30. Dann habe ich noch Elex zu Hause ab. Ah, Kartenstück habe ich ja, glaube ich, auch noch gefunden. So, habe ich hier noch was drin, ne? Aber ich kann hier auch mal ein paar andere Sachen noch wieder reinlegen. Dann ist das hier mal ein bisschen aufgeräumter. Machen wir mal gerade. Da, wo ich noch nicht einen davon habe, die werde ich mal mitnehmen. Geschichtsband, da habe ich nicht alle von.
Geht das hier nicht schneller? So, das ist jetzt schon mal, das ist alles Zeug, was uns jetzt nicht im Inventar rumstört. Also ich habe kein Elex mehr, das heißt, ich muss welches kaufen. Ich habe ja noch genug Zeugs, dass ich verkaufen kann. Zeig mir deine. Und zwar. So. Das werde ich sowieso nicht benutzen. So. Ah, Goldraune habe ich noch eine. Da könnte ich noch permanenten Ausdauertrank brauen. Pepopupu und this is fine. Hast du da irgendwie Links dazu oder? Okay. Warte mal, gucke ich mal gerade. Okay. Ja, der geht. Habe ich geaddet. So, und dann noch den anderen. Das ist fein. Das Hündchen mit dem, okay.
Das ist doch egal, kann man ja auch wieder austauschen. Ich könnte auch selber welche hochladen. Geht das denn jetzt auch schon? Pipo, pupu. Ja, geht noch nicht, ne? Also bei mir jedenfalls noch nicht. Confused Cat. Mhm, was geht? Geht bei dir Ehre? Ja, wahrscheinlich auch, ne? Wie war das noch? Points geht nicht, ne? Watch Time. Time. Geht noch nicht. Okay. Okay, Dude. Ich hab dich mal als Editor eingetragen hier, ne? Hä? Warum geht das nicht? Ah, da musst du dich wahrscheinlich bei Better Twitch TV anmelden. Dann kannst du das auch editieren. Für mich. Ah, das ist nicht so wichtig. Ja, dann kannst du die Emotes selber da verwalten. Reinmachen, rausmachen. Aber da musst du dich selber erstmal mit deinem Twitch-Account anmelden in Better Twitch TV. Musst du Twitch die beziehungsweise Better Twitch TV die Erlaubnis geben, dich mit Twitch zu verknüpfen. So. Ja. Hab ich mir gedacht. Okay. Bigger jetzt. So, was hatte ich gesagt? Was wollte ich jetzt hier haben noch? Alex kaufen. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ja, dann könntest du halt die selber da reinbauen, weißt du? Die dir gefallen. Oder die wir besprochen haben. Die andere Leute wollen. Auf die Schnelle so, weißt du? Aber ja, hast ja gesehen, das ging ja jetzt ruckzuck. Wenn ich den Link habe, kann ich das natürlich auch selber machen. Ich konnte dich jetzt also auch noch nicht als Editor hinzufügen, weil du noch keinen Account da hast. Nehme ich mal an. Zeig mir deine... Ja. So, da noch was. Jetzt nehme ich Abstand von ihm. Papa Nero. So, das hat ja gepasst. So. Perfekt. Perfetto. Jetzt kann ich lernen. Riestung. Wer ist denn Überlebenslehrer? Du? Jawohl. So. Brauche ich jetzt eigentlich nur noch 6. Sinn? Und dann habe ich Überleben fertig auf 20. Habe ich alles in Überleben geskillt. Gibt wahrscheinlich ein Achievement noch. Ein Achievement. So, jetzt wollte ich die Typen da umbringen. Tütenüggels hier. Wen nehme ich denn da mal mit? Mein Klerikerfreund wieder, ne? Oder den Arx. Mal sehen, ob der loyal genug ist.
Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Mitkommen. Okay. So. Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Dann schauen wir mal. Easy AF. Easy as fuck. Wenn der Krieg im Sinne der Alps entschieden würde, werden wir diese Verteidigungsanlagen nicht mehr brauchen. Bisher gibt es noch keinen klaren Sieger. Korrekt. Bisher. Kra, kra. Alter, ist mal gut jetzt hier. Der macht überhaupt nichts hier. Der steht nur daneben. Du fucking Smurf-Dude. Fick deine Mutter und Smurf deinen Vater. Du verfickter Hurensohn, Alter. Den machen wir platt. Krass, hier war ich noch gar nicht drin.
Hä? Geht doch. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders hoch. Bla 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 bla. Falsches Dings genommen. Hä, da unten ist auch noch einer? Achso, ja, da muss ich ja wirklich zuerst hin. Ja, dann greif auch an! Zu einfach. Ich greife an! Mach dich bereit!
Ich komme! Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Zu einfach. Ja, ich bin der Ronald Regent, ne? Oder? Drüben!
Mach dich bereit! Ich greife an! Ich komme! Riecht nach Tod. So, letzte Gruppe. Wer rennt denn darum? Häscher, ne? Krass. Kommt denn noch angeschissen? Alter Schwede. Gold, das ist schon mal meins. Die Waffe nehme ich mal lieber mit. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Gut, geh nach Hause. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Ja. Okay. Na, hier gibt's einen Teleporter hin. Den hier unten habe ich auch noch nicht geholt. Den schnappen wir uns jetzt mal. So, dann habe ich noch Kallax und dann muss ich noch dem Thorald helfen mit der Kaya. Und mein Flugzeug muss noch fertig werden. So, hat Chat markiert jetzt hier oder was? Ich markiere hier, ja.
Waffenbug. Lavasee, okay. Ja, hier gäbe es sicher auch noch einiges. Ah, da hinten sehe ich einen Turm. Ja, aber dabei lasse ich es jetzt. So, welchen haben wir denn noch weiß? Welcher ist noch weiß? Einen habe ich noch gesehen, den da oben kriegen wir sowieso nicht. Erstmal. Der am Staudamm. Dann gehen wir mal zum Staudamm. Da können wir gleich nochmal mit diesem Sestak hier reden. Sestak. Eine Markierung hier machen noch. Dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Ja, nichts Neues. Hör auf deine innere Stimme, mein Sohn.
sollten wir da hochkommen jetzt. Fucking piece of shit. Alter, ganz runter jetzt. Also jetzt reicht's. Mann. Mann. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Nein! Ja, lieber mal ein Safe-Game machen hier. Ich habe deine Sounds auch wieder gefunden jetzt, ne? Ja, hier, das hier. Du wirst mich noch kennenlernen. Oh, ja, dann... Hallo, Spencer. Plündernde Banditen waren hier. Gibt's hier vielleicht noch ein Foto? Anleitung. Ja, ist ganz geil, ne? Du lernst mich gleich kennen. Ach so. Juan! Jetzt habe ich ihn aber kennengelernt. Ring des Widerstandes. Was habe ich denn hier noch aufgenommen? Plasma Blaster. Ring des Widerstandes. Ein Tresor hacken. 9 ist größer als 8, ist größer als 7 gleich 7. So, 9, 7, 6.
7, 5, 5, 2, 2, 9, 7, 0, 0. Testen wir mal. Geht doch. Geht doch. Na bitte, geht doch. Alle Heimatlosen. Lol, 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 lol. Fresse doch. Ja, die Sounds. Jetzt drin, muss ich noch einen Bot einbauen vielleicht. Kann man sich dann für 100 Bits anhören. Kappa. Ne? So, wo war denn jetzt hier? Hier ist der Teleporter. Bügel. Guck mal da, wie sie da. Eigentlich sind die auch schon ein bisschen niedlich, ne? Ja. Schön am Krabbeln, ne? Erzferkelchen. So. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Naja, ich quatsche nochmal mit den Gemeinschaften gerade. Oder? Moment. Der letzte Flug, die Stimme des Elex. Die Stimme des Elex. Und dann mache ich den Showdown und dann mache ich den. Jo. Red Jam. Ja, gute Nacht, Paper, ne? Schlaf gut. Schön, dass du wieder da warst. Du. Na? Quatschen jetzt hier. Dann beginne jetzt mit dem Experiment. So sei es. Ach ja, und du hältst dich besser im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden. Wer war denn der Heini? Der hat die einfach mitgenommen. Ein Alp hat die Kaya mitgenommen. Es ist vorbei. Ich bin gescheitert. Ich dachte, ich hätte alles bedacht und habe doch eine Sache übersehen. Der Einfluss von außen. Ich war einfach zu verblendet, um es zu sehen. Nun ist es zu spät. Ich brauche Wochen,
um einen neuen Start zu versuchen. Zardom war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Er störte unser magisches Gefüge, sodass wir die Balance verloren. Dieser Mistkerl. Kaya ist verschwunden. Ja, Zardom hat sie mitgenommen. Er wird versuchen, ihre Kräfte für seine eigene Sache zu nutzen. Ich habe gesehen, wozu Kaya fähig ist. Sie ist mächtiger, als ich gedacht habe. Eine Magierin mit solch großen Fähigkeiten würde Zardom bei seiner Sache helfen. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet, wo sie geschwächt ist, damit er sie in seine Gewalt bringen kann. Du hast recht. Darum hat er auch darauf bestanden, dass ich nach ihr suche und sie zu meiner Kampfgefährtin mache. Wohin könnte Zardom Kaya verschleppt haben? Er wird irgendwann nach Xarkor gehen, um sich den Platz des ersten Elexitors zu holen. Wenn du weißt, wo er sein Versteck hat, weißt du vermutlich auch, wo er Kaya versteckt hält. Was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Ich habe sonst keine andere Erklärung dafür. Es sei denn... Es sei denn... Das Elex selbst wehrt sich gegen die vollständige Umwandlung. Doch das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Das würde ja bedeuten, dass es denkt und eine Absicht verfolgt. Das hieße, dass es sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Ich weigere mich, das zu glauben nach allem, was ich über das Elex je gelernt habe. Was wirst du nun tun? Was mir noch bleibt, sind meine Krieger und meine eigene Kampfkraft. Ich werde bis auf den letzten Tropfen Blut gegen den Hybriden und seine Brut kämpfen. Wir werden uns in Xarkor wiedersehen. Du selbst sagtest, wir kämpfen für dieselbe Sache. Und du wirst dich um den Hybriden kümmern, wenn es soweit ist. Darum wirst du auf mich und meine Männer zählen können. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Möge unser Kampf siegreich sein, mein Freund. Es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Elex hat eine Art Bewusstsein und einen eigenen Willen. Kaya scheint ein Medium zu sein. Das Elex hat sich ihr offenbart. Wir wären gut beraten, wenn wir mehr darüber in Erfahrung bringen. Unsinn! Ich habe die Natur des Elex mehr als gründlich studiert. Was du da behauptest, ist unmöglich. Du bist lediglich Kayas weiblichen Reizen verfallen. Das ist alles. Doch ich gebe nichts auf das Gewäsch dieses Weibes. Du solltest das auch nicht. Und nun Schluss damit. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Na, ganz schön borniert, der Typ. Die Länder der freien Menschen dürfen nicht fallen. So, dann holen wir mal Kaya. Ich vermute, die ist in dem Versteck da, wo er sich ja vorher aufgehalten hat. Aber vielleicht will er mich da auch nur hinlocken, ne? Um mich hier zu vernichten oder so, keine Ahnung. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort. Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind?
Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elixitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elixitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Gibt es nichts mehr, das dich mit deiner Vergangenheit verbindet? Nur weil ich mich erinnern kann, heißt es nicht, dass es von Bedeutung ist. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Elixitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elixitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan und es war die einzig richtige Entscheidung. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Du gehörst mir! So wie ich vermutet hatte, DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt. Wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten.
Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. Interessant. So, wo ist Kaya? Da. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Zadoms Unterschlupf, im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xarkor. Wo ist er? Wo ist Zadom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Ja, bitte. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Ja. Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Ja, ich leg mich auch mal hier hin gerade. Dann mache ich ein Save. Und dann will ich aber noch mal wissen, weil ich den Kallaxa jetzt hier getroffen habe, was gewesen wäre, wenn ich den Questmarker aufgesucht hätte. War denn das Safe Game? Müsste hier gewesen sein. Genau, so. Wäre Showdown mit Kallax. Ah, auch hier. Okay. Dann hat sich das ja erledigt. Gut, also Kaya haben wir befreit. Wenn du willst, besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, dann komm. Hier lang. So, Brüderchen ist tot. Suchen wir gerade noch mal den Thorald, was der dazu zu sagen hat. Oh, was haben wir da? Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Die Länder der freien Menschen dürfen nicht fallen. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Na gut. Jo, hatte nicht viel zu sagen. Können wir nochmal die anderen sprechen in den Lagern? Jeweils die Bosse, die was Neues haben. Oh, verdammte Technik. Thorald und ich planen einen Angriff auf den Eispalast.
Ja, es wird Zeit. Wir können nicht mehr lange warten. Man berichtete mir schon von Truppenbewegungen in Xakor. Wirst du an Thoralds Seite kämpfen? Sieht ganz so aus. Gut, dann warte ich auf Thoralds Befehl, sodass ich ihm gute Männer mitgeben kann. Ich selbst werde leider hier gebraucht, aber meine besten Wünsche werden euch begleiten, wenn es soweit ist. Magalan den Menschen. Er ist unabkömmlich. Hat der Klavierstunde oder was? Junge, 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 Junge. Er hat nichts zu sagen. Gucken, was der arrogante Arsch hier unten sagt. Schon seinen Namen vergessen. Angrim, so hieß er. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Ja, tschüss. Ich überlege, ob ich den noch umhaue, bevor ich irgendwas anderes noch mache. Gesprochen. Dann gehe ich noch mal zu dem Duke, dem Matt Bob, dem William. Es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Eier aus Stahl, was? Tja, wenn du ein paar Verrückte gefunden hast, die bei so einer wahnsinnigen Sache mitmachen. Es wird sich kaum vermeiden lassen, wenn wir nicht von der Armee der Alps überrannt werden wollen. Mal sehen. Vielleicht schaue ich mir die Sache sogar an, wie sie euch den Arsch aufreißen. Bis dahin habe ich hier aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, wenn dann weiter nichts Wichtiges ist, verschwinde. Ich habe zu tun. Ich will den Eispalast angreifen und ich könnte Unterstützung gebrauchen. Ha, wer auf so eine verrückte Idee kommt, dem ist nicht mehr zu helfen. Hör zu, wir müssen... Vergiss das. Ich werde meine Haut doch nicht auf irgendeinem Schlachtfeld in der Eiswüste aufs Spiel setzen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es sonst noch jemand tun wird. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Von mir aus macht doch, was ihr wollt. Auf mich braucht ihr nicht zu warten. Ende der Ansage. Dass du noch lebst, ist einzig und allein meiner Gutmütigkeit geschuldet, Kleriker. Ich werde dich beobachten lassen. Probieren wir es mal beim Gun und beim Big Jim. Wo finde ich den nochmal? Müsste hier irgendwo sein. Der Big Jim. Nö, hat keinen Bock. Ich habe gerade keine Zeit. Ja, ich auch nicht. Gut, dann auf zu den Klerikern. Ja.
erstmal zu dem Ball da. Da bin ich mir sicher. Nein. Dann zum Reinhold. Ach. Und vielleicht noch zum Hagen. Du hast hier keine Pflichten mehr, Regent der Kleriker. Geh in die Welt und zeig den Ungläubigen den Weg zu Kalan. Okay. Na gut. Also auf zum Harley. Marker kann weg. Hier noch was braten. Und Heiltränke könnte ich auch noch machen. Ach ja, und diesen Elixier der Ausdauer. Heiltrank. Ich mache einen großen Heiltrank. So, viel Schnaps und Wein. Schnaps und Wein fehlen. Ach, das dürfte reichen. So, bevor es hier weitergeht, gehe ich mal eben AFK noch. Was zu trinken holen, etc. Pipapo. Mit der Aussicht hier. Bis gleich. So, mal sehen, was der Harley sagt. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann, Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Ich hörte, die Elixitoren seien richtig harte Hunde. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen, die mir nur der Hybrid beantworten kann. Hm. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Schott öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Schott. Hm. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Hm. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich es. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden.
Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Okay. Was meint denn der nochmal genau? Aber ich war sicherlich schon da. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Ja, Leute, ich denke, das werden wir morgen im Laufe des Tages machen. Das klingt ja doch recht nach Endgame. Und dann haben da mehr Leute die Chance, das zu sehen. Also, dann verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuschauen und schöne Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.